Hi, heute geht es um einen wirklich gängigen Begriff, aber man kann sich nicht wirklich was darunter vorstellen. Fading. Was ist eigentlich Fading? Fading ist quasi das Nachlassen der Bremswirkung durch Überhitzung. Man muss sich das so vorstellen, bei hoher Temperatur, ungefähr bei 400 Grad, entgasen einfach die Bindemittel im Belag. Diese Entgasung erzeugt quasi ein Luftpolster zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe. Und somit haben wir weniger Reibwert und weniger Reibwert, weniger Bremsleistung. Ist nicht gut. Das entsteht halt, wenn du bergab fährst und belastest immer die Bremse. Also trittst immer schön stolz auf die Bremse oder hohe Geschwindigkeiten, bremst ab. Und da haben wir halt dieses Fading. Um dieses Fading entgegenzuwirken, gibt es natürlich vom Hersteller pfiffige Lösungen. Ja? Es gibt eine Bremsscheibe, die ist innen belüftet. Es gibt spezielle Bremsbeläge. Und ganz wichtig ist, wenn man so ein Auto umbaut, ja, die Front umbaut, man gestaltet alles neu, lasst der Bremse Luft. Also kleinen Tipp für euch, nach dem Service, wenn alles neu ist, neue Bremsscheibe, neue Belege, dann gibt dem Material eine kleine Schonfrist und fahr es einfach ein. Das Material muss sich gewöhnen, sonst kommt es zum partiellen Fading und das wollen wir nicht. Deswegen eine kleine Abhilfe, einfahren, so wie manche Hersteller es auch vorgeben, eine kleine Einfahrzeit. Und dann ist der Kunde auch glücklich und kann nach der Zeit, nach dem Einfahren, volle Bremsleistung erwarten. So viel zum Thema Fading. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Mit ohne Bremse geht's ins Auge.